erinnerte man sich daran, dass vor 2 Jahren gegen Bremen auch 0:4 verloren wurde. Und dann gab es 2 prächtige Auftritte im Europapokal, genauer gesagt im UEFA-Pokal gegen Celtic Glasgow. Da ist auch noch der Torhüter Engin mit dabei, der sich jetzt aus dem Mittelkreis entfernt. Hier die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. Und schwer zu erkennen, Rinder hat die Wahl gewonnen. Entscheidet sich für die Seite hinter dem Trainingstor von Beşiktaş. Also für Borussia Dortmund. Und das Spiel läuft. Da ist Nikolic, hoffentlich nicht allzu nervös, sah gerade so aus. Und Rıza der Kapitän. Haben wir doch die angekündigten Aufstellungen nicht gesehen. Ich will ihn also schnell die Dortmunder zunächst mal nennen. Teddy de Beer im Tor, sehen Sie da. Michael Schulz, der Lauterer, spielt mit der 2. Michael Lusch mit der 3. Nikolic, den wir eben schon angesprochen haben, mit der 4. Thomas Helmer, der im Abwehrzentrum steht, vor Libero Murdo McLeod. Helmer mit der 5, McLeod mit der 6. Der Spielmacher Andy Möller mit der 7. Kapitän Zorc haben Sie schon gesehen, gerade beim Kopfball mit der 8, Jürgen Wegmann mit der 9, Michael Rummenigge mit der 10 und Frank Mill mit der Nummer 11. Dies ist Recep. Und hier haben Sie den längsten Mann auf dem Platz, Michael Schulz, 1,94. Mehmet, gefoult von Schulz. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Ganz klar, dass der lange Dortmunder da den Fuß von Mehmet getroffen hat. Aber Kenneth Hope denkt hier an schottische Härte. Jetzt liegt auch ein Dortmunder am Boden. Mehmet, der Türke, wird da behandelt, gilt als Supertechniker. Sie nennen ihn hier Schifo, nach dem italienstämmigen Belgier. Und das scheint Murdo McLeod zu sein. Der hat einen Schlag auf die Nase bekommen. Um ehrlich zu sein, meine Damen und Herren, wir haben das hier nicht sehen können. War das jetzt ein Revanche-Foul? Mehmet wieder dabei. Er ist nicht McLeod, der steht da. Michael Rummenigge hat diesen Schlag auf die Nase mitbekommen. Blutet sehr stark. Michael Rummenigge wird vom Platz geführt.
sieht böse aus. Ganz offensichtlich kann der Micha nicht weiterspielen, der sich für dieses Spiel so viel vorgenommen hat. Und unterdessen kommt da schon Thomas Groth, der routinierteste Borusse, der jetzt für Michael Rummenigge die Partie hier fortsetzen muss. Das ist ein ganz böser Auftakt, meine Damen und Herren, im Inönü-Stadion von Istanbul. Einwurf für Schulz. Oh, hier wird aber mit Haken und Ösen gekämpft. Da wird der Dortmunder Kapitän Michael Zorc zunächst einmal ermahnt. Es gibt Freistoß für Beşiktaş. Völlig allein. Das ist der Torhüter Nummer 1 der Türken, Engin, die Entdeckung des Vorjahres. Und wieder Kapitän Rıza gegen Murdo McLeod. Vorne mit der 9, das ist Ian Wilson, einer der drei Briten im Team von Beşiktaş. Und auch der Trainer des türkischen Pokalsiegers Gordon Milne stammt aus England. Er gehörte der Liverpooler Pokalsiegermannschaft an, die 1966 das Europapokalfinale im Cupsieger-Wettbewerb gegen Borussia Dortmund verlor. Schulz. Möller. Kein Durchkommen für Wegmann und Mill. Mehmet. Wilson, da kommt Kadir mit nach vorne, der linke Verteidiger, und Alan Walsh. Erster Eckball für Beşiktaş. Nikolic, weg mit dem Ball, jawohl. Da wird er hier zwar ausgebuht, aber gerade in dieser Anfangsphase soll man nichts anbrennen lassen.
Mehmet kommt da zum Kopfball. Einer der guten Mittelfeldspieler im Team von Beşiktaş und Teddy de Beer. Rıza. Andy Möller. Der Ball kam von einem Dortmunder Spieler, daher diese etwas spektakuläre Rettungsstart von Teddy de Beer. Inzwischen haben wir auch Informationen über das Malheur mit Michael Rummenigge. Der Verteidiger Recep ist über Rummenigge, der am Boden lag, gesprungen und hat mit den langen Stollen, mit denen hier gespielt wird, Rummenigge am Ohr erwischt. Und das führte zu dieser stark blutenden Wunde. Gute Besserung von hier. Wickmann! Und Wilson mit der Nummer 4, das ist Gökhan, ein eleganter Libero und immer wieder Rıza, der Kapitän. Das ist dieser Recep, von dem ich eben sprach. Ball war im Aus, richtig gesehen von Schiedsrichter Kenneth Hope. Es gibt Einwurf für Borussia Dortmund und für Michael Schulz. Ja, da wird Mill mit beiden Händen umklammert von Recep. Meine Damen und Herren, dessen Foul oder nicht faul an Rummenigge, jedenfalls der Vorgang, den ich Ihnen eben beschrieben habe, dass er mit den Stollen Rummenigge am Ohr erwischt hat, war von uns aus nicht zu erkennen. Ich kann von hier aus deswegen nun auch keine Absicht unterstellen. Auf jeden Fall haben Sie die Auswirkungen, die so bedauerlich sind für Michael Rummenigge und die Borussia, sehen können. Ja, da kommt Mill fast noch an diesen Rückpass von Wilson heran. Zwei der Briten spielen. Der dritte ist Robert McDonald. Der sitzt heute auf der Bank. Er ist leicht verletzt. Und für ihn spielt Ali. Das aber ist Mehmet. Nikolic, Andi Möller, Thomas Kroth, Thomas Helmer und Mordo McLeod. Baumraum gewinnen bei den Dortmundern. Und das ist Gökhan, der elegante Libero. Mehmet, kaum vom Ball zu trennen, bis es Schulz dann doch gelingt.
Schöner langer Ball auf Frankie Mill. Der ist vorbei. Schieß doch, Junge. Tor! Ein wunderbarer Pass von Michael Schulz. Und Frank Mill hat mir eben noch, als wir runterfuhren im Aufzug, gesagt, ich glaube, wir gewinnen heute. Gerade wenn die Stimmung mal mies ist, dann explodieren wir. Und es sieht gut aus. Er hat seine Ankündigung ebenfalls wahrgemacht. Hier sehen wir nochmal die Zeitlupenwiederholung. Keine Chance für Engin im Tor. Und vergessen wir auch die gute Vorarbeit von Michael Schulz. Minute 1:0 Führung für den deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund hier in Istanbul im İnönü Stadion gegen den türkischen Cupgewinner Beşiktaş Istanbul. Ja, das ist ein prima Auftakt vor 28.000 Zuschauern. Einsatz von Zorc, aber der Ball war im Seitenaus. Einwurfentscheidung ist in Ordnung. Möller. Das größte Talent seit Beckenbauer, sagen viele. Kann am Ball alles. Und da haben sie beinahe noch Glück gehabt, aber Frank Mill hat den Ball ins Gesicht bekommen, bleibt da im Moment liegen, signalisiert, ich brauche Behandlung. Der Schütze des 1:0 liegt da immer noch am Boden. Torwart Engin geht mal zu ihm. Können Sie jetzt alles im Moment im Bild nicht sehen. Und ich glaube, Will kann auch wieder weitermachen. Er steht schon wieder auf. Müsste aber jetzt da rauskommen, denn jetzt steht er im Abseits und das tut er auch. So, da sehen Sie ihn noch stehen. Frank Mill also wieder dabei. Hält sich die Nase. Hat den Ball offensichtlich auf die Nase bekommen. Sicherlich über unsere Außenmikrofone die kleine, aber lautstarke Dortmunder Fangemeinde. Oh, wie bist du schön. Das kann man im Moment verstehen. Nach zwei Chancen von Beşiktaş, der klassische Konter über Schulz zu Mill. Und der macht das 1:0 in der 14. Minute. Mehmet. Immer wieder gefährliche Flanken. Und da hat nicht viel gefehlt. Die sind gefährlich. Und das war Peyer, der Torjäger, der in der vergangenen Saison 21 Treffer erzielte. Hier können wir das vielleicht nochmal sehen. Oder ist es nur ein Standbild? Ja, da stand Helmer nicht gut. Und Peyer kommt ungehindert an den Ball. Einer der zahlreichen jungen Spieler, die aus der eigenen Jugend von Beşiktaş hervorgegangen sind. Lusch, klasse Flanke und erster Eckball für Borussia Dortmund. Das ist Torhüter Engin. Andi Möller wird den Ball hereintreten. Gegen die DDR hielt er sogar einen Strafstoß und hat mit seinen tollen Paraden den türkischen Sieg gerettet. Sein Gegenüber Teddy de Beer musste zweimal zittern bei Kopfbällen von Fayaz. Thomas Helmer. Nikolic. Möller. Nächsten Meier, du!
Sehr fleißig Thomas Kroth. Horst Köppel schaut ein bisschen besorgt, weil da einige Spieler doch jetzt leichte Blessuren davongetragen haben. Aber mit dem Spielverlauf kann er zufrieden sein. Es sind jetzt 19 Minuten gespielt. Seit der 14. Minute führt die Borussia in Istanbul mit 1:0. Hängt das Spiel der Dortmunder so ein bisschen durch. Jetzt müssen sie ihren Faden wiederfinden. Schulz. Weiter Einwurf. Recep. Rıza. Gökhan. Fußball spielen können die alle. Beinschussversuch von Mehmet. Freistoß nach der Attacke von Möller an Mehmet, war alles nicht so schlimm. Murdo McLeod und Wegmann geht da steil. Gut mitgespielt hat Engin. Oh, Schulz tritt am Ball vorbei. Das sah nun alles andere als elegant aus. Gott sei Dank ist nichts dabei angebrannt. Robert Nikolic. Freistoß für die Borussia nach dem Foul an Lusch. Möller. Wegmann. Ja, vorne im Sturm fehlt bei der Borussia natürlich immer noch Norbert Dickel, dessen Knie weiterhin geschwollen ist. Sie erinnern sich, er hatte eine schwere Verletzung, war dann wieder fit fürs Pokal-Endspiel und half ja maßgeblich, diesen Pokal wieder mal nach Dortmund zu holen nach 1965. Möller mit vielen Ballkontakten im Mittelfeld, einem schönen Solo eben. Der Schütze des bisher einzigen Tores, Frankie Mill, und das ist Kroth. Helmer macht es nicht zulässig da. Kroth. Schulz. Darf einwerfen. Aber bitte nicht so. Falscher Einwurf. Und der macht auch nicht besser. Meine Herren Profis. Das gehört eigentlich zum Handwerkszeug. So, nun zeigt aber der erfahrene Thomas Kroth, wie es gemacht wird. Also die beiden veranstalten da auch ganz schöne Freistil-Ringkämpfe. Recep und Mill.
Aber einmal hatte eben Recep den Mill nicht im Griff. Da machte der das 1:0 in der 14. Minute. Da ist wieder Recep. Keine Aufregung. Längst erkannt vom schottischen unparteiischen Team. Gökhan, der Libero. Tja, da lief natürlich keiner rein. Mill, jetzt gegen Gökhan. Reza. Mehmet Wilson, der vom FC Everton kam. Zu schwer der Ball für Kadir, den linken Außenverteidiger, der seit 10 Jahren das Adlertrikot von Beşiktaş trägt. Der Adler ist das Vereinsemblem dieses ältesten Istanbuler Fußballclubs, der 1903 gegründet wurde. Rıza sehr fleißig. Ebenso gilt das für Mehmet, der immer anspielbar ist und von rechts gefährlich flanken kann. Recep. Mill und Möller. Schön gemacht. Möller. Er wollte den Ball noch mehr lupfen. Vielleicht hätte er versuchen sollen, auch noch eng gehen auszutricksen. Kann ja den Ball so eng am Fuß führen, aber das lässt sich von hier oben natürlich leicht sagen. Gute Aktion jedenfalls von Mill und Möller. Ja, jetzt spielen sie sehr schön. Auch wenn dieser Passversuch diesmal misslang. Da hat der Moment nicht geguckt und Mill schimpft ihn aus. Das war ein Missverständnis. Hätte mehr draus werden können, denn die beiden hatten nur noch einen Gegenspieler vor sich. Wegmann. Mill wieder verletzt am Boden nach der Attacke von Wilson. Geht schon wieder. Walsh ist das. Und Lusch. Wegmann gegen Ulvi. Mill.
zweiter Eckstoß für Borussia Dortmund. Andi Möller lässt den Ball nach innen treten. Schulz! Ah, und Wegmann lauerte, kam aber nicht mehr ran. Bei allen Standardsituationen, wie das so hässlich schön heißt, geht natürlich Michael Schulz mit nach vorne. Bei seinem Gardemaß von 1,94. Rot und Wegmann. Spiel läuft weiter. Ja, jetzt gibt es erstmals Pfiffe gegen die eigene Mannschaft hier im Inönü-Stadion, wo doch mittlerweile knapp 30.000 Zuschauer dieses Europapokalspiel im Cupsiegerwettbewerb verfolgen. Thomas Helmer, Frank Mill, Robert Nikolic, nochmal auf Mill. Wieder Mehmet, der hat für meine Begriffe zu viel freien Raum und seine Flanken, ich wiederhole mich da, haben es in sich. Wieder Mehmet. Recep. Kadir. Wilson. Kadir. Elegant gemacht von Feier. Und dann der Kopfball von Bosch. Beşiktaş hat sich noch keineswegs aufgegeben. Gespielt sind jetzt 31 Minuten. Warum sollten die auch? 1:0 Führung für Borussia Dortmund seit der 14. Spielminute. Mehmet, immer wieder Mehmet. Ja, da hat er Glück gehabt, dass er den Ball noch vor der Linie erwischt. Wilson. Recep. Reza. Ja, Ecke. Der Kapitän, das ist übrigens Gordon Millen, der da die Hand ausstreckte. Mehmet. 80 cm zu. Aber das ist bisher der auffälligste Spieler bei Beşiktaş Istanbul. Mehmet. Die Spieler werden ja alle hier mit Vornamen genannt. Die Nachnamen kennt kein Mensch. Noch nicht einmal der treueste Fan des türkischen Fußballs. Ja,
Foulspiel an Andy Möller und der hat sich offensichtlich wehgetan. Schiedsrichter Kenneth Hope, zu Deutsch Hoffnung. Satcom macht weiter. Und ich glaube, der Andy Möller macht es auch, oder? Tja, ein bisschen Pech da für Nikolic, dem der Ball verspringt. So, Möller wieder im Einsatz. Einwurf für Robert Nikolic. Der kam im vorigen Jahr, nee, doch, Freistoß. Er glaubte selber erst an einen Einwurf. Kam im vorigen Jahr aus Leverkusen zu den Dortmunder Borussen. Gökhan und Mehmet. Ja, Ball im Aus, zeigt der Linienrichter an, Einwurf für Beşiktaş. Das hatte zunächst auch Schiedsrichter Kenneth Hope nicht ganz geschnallt. Andy Möller. Schön. Der Doppelpassversuch mit Mill. Thomas Groth. Darf er nochmal einwerfen? Der Mann, der schon beim HSV in Frankfurt und in Köln gespielt hat, überlässt jetzt die Aktion Michael Schulz dem früheren Lauterer. Der so einen weiten Einwurf hat, diesmal allerdings ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit Anlauf. Sie haben gesehen, was sie vorhatten. Da wollte Kapitän Michael Zorc mit dem Hinterkopf verlängern, aber so hoch kam der Ball einfach. McLeod. Er ist in dieser Saison zum Libero geworden bei der Borussia, nachdem das mit Groth nicht ganz so klappte, wie Trainer Horst Köppel sich das vorstellte. Da ist er wieder, der kleine sympathische Schotte, der sich in Dortmund so wohl fühlt. Ja, da wollte er zu viel tricksen, der gute Mehmet. Mill, ja, das war Foulspiel von Recep. Ja, ich glaube, dass Schiedsrichter Hope ihn sich nochmal kauft. Das ist unmissverständlich.
Andi Möller wird den Freistoß treten. Michael Schulz lauert da vorne, auch Thomas Helmer. Starker Kopfballspieler, Michael Zorc. Und Lusch! Einwurf für Weiß. Lässt jetzt ein frischer Wind vom 200 Meter entfernten Bosporus ins Stadion. Wir sehen das hier an den zahlreich aufgehängten Fahnen. Wilson. Recep. Mehmet. Und immer Gefahr, wenn der Junge von der rechten Seite flankt. Wirklich die Frage, sollte man den nicht ein bisschen enger nehmen? Müsste jetzt Thomas Groth machen. Mill Wegmann. Ja, da kommt Michael Lusch. Nochmal Frenkie Mill. Thomas Groth. Ja. Lusch. Und Zorc versucht es mal, der Kapitän. Noch 5 Minuten, liebe Zuschauer, bis zur Pause im Ünenü-Stadion zu Istanbul. Vor knapp 30.000 Zuschauern führt Borussia Dortmund durch ein Tor von Frank Mill in der 14. Minute. Es gab 2, 3 weitere gute Ansätze der Dortmunder. Mehr vom Spiel hatten sicherlich die Türken, vor allen Dingen immer dann, wenn Mehmet flankte und meistens Tayyas mit dem Kopf zur Stelle war. Gökhan, auch ein bisschen leichtsinnig, was er da macht gegen Frank Mill. Und wieder Mehmet. Kadir. Tayyas Kopfball. Und da hat nicht viel gefehlt. Hier sehen wir die Szene nochmal. Danny de Beer war zwar im bedrohten Eck, aber die Hintermannschaft der Borussia musste aufpassen. Ja, Wegmann wird da ganz schön behindert, aber Schiedsrichter Hope lässt zu Recht Vorteil laufen. Der Ball bleibt im Besitz der Borussen, allerdings ohne Raumgewinn. Und jetzt sogar mit Rückwärtsgang. Aber das will ich Ihnen nun wirklich nicht verdenken, 2 Minuten vor dem Pausenpfiff. Jetzt heißt es erstmal, diese wertvolle 1:0-Führung mit in die Halbzeit zu nehmen. Helmer nochmal.
Ja, den hätte er nur noch gekriegt, wenn der Ball genau an die Stange der Eckfahne geprallt wäre. Es gibt Einwurf für Gelb oder sogar Freistoß. Die letzte Minute vor der Pause. Thomas Groth. Und Engin, der einmal gegen Möller glücklich rettete. Mehmet, Achtung. Recep. Ja, diesmal rettet McLeod vor dem einköpfbereiten Wilson. Wieder Recep. Und Mehmet. Möller. Der ist ja auch schnell mit und ohne Ball. So, 45 Minuten sind vorbei. Anlass nachzuspielen gibt es allerdings für Schiedsrichter Kenneth Hope. Denken Sie an die Unterbrechung beim bedauerlichen Unfall von Michael Rummenigge, dem die langen Stollen von Recep eine Wunde am Ohr zufügten. Und der Micha musste schon sehr früh ausscheiden. Für ihn kam dann Rot ins Spiel. Noch ein Konter vielleicht. Möller. Neben ihm läuft Lusch. Ja, da sehen Sie die tatsächlich gespielte Zeit, über 46 Minuten. Aber sicher ist die Nachspielzeit noch vertretbar. Hoffentlich brennt da jetzt nichts mehr an. Wieder Mehmet. Und diesmal hat Michael Schulz gerettet. Möller. Nikolic. Ein Unsinnspass, da stand nun wirklich keiner. Wilson nochmal. Und noch ein Eckstoß. Nach der Abwehr von Nikolic. Drüben von links wird Kadir treten. Ja, da liegt zwar der Walsh im Tor, aber zum Glück nicht der Ball. So, lieber Mr. Hope, jetzt könnte eigentlich Halbzeit sein und da hat er auch abgepfiffen. Hier oben in unserer schalldichten Kabine fast nicht zu hören. Zur Halbzeit führt Borussia Dortmund durch das Tor Frank Mill mit 1:0. Das ist ein gutes Resultat für den deutschen Pokalsieger. Der es allerdings hier mit einer durchaus gefährlichen Beşiktaş-Mannschaft zu tun hat, die sich ebenfalls eine Reihe von Chancen erarbeitete. Das heißt, es können noch interessante, spannende zweite 45 Minuten werden. Bis es dazu kommt, gebe ich zunächst einmal aus Istanbul direkt ab nach Hamburg zur Tagesschau. Kenneth Hope angepfiffen. Und das Spiel läuft wieder. Ganz in Weiß die Mannschaft von Beşiktaş, Istanbul, mal kurz eine Frage an meine Kollegen in Köln. Haben wir jetzt wieder ein richtiges Bild? Das ist Bernd Lusch. Das ist Michael Lusch, der sich eben auch noch verletzt hat, da hinten an der Balustrade.
aber Gott sei Dank jetzt weitermachen kann. Wir erkennen im Moment keine Veränderungen, hüben wie drüben die gleichen jeweils 11 Spieler, die diese Partie auch begonnen haben. Roder McLeod und Michael Schulz, von dem der Pass kam, den dann Frankie Mill so gut verwertete zum 1:0 in der 14. Minute. Ein ganz wichtiges, frühes Tor für die Borussia, die es aber hier keineswegs leicht hat gegen Beşiktaş Istanbul. Die Mannschaft hatte ihre Chancen und sie wird sie sicherlich auch weiterhin suchen. Teddy de Beer. Man kann nicht unbedingt sagen, dass er stark im Brennpunkt stand. Meistens gingen ja diese Kopfbälle von Fayez knapp am Tor vorbei nach Flanken von Mehmet. Aber dennoch war sein Tor mehrere Male in ernsthafter Gefahr. Nikolic. Hat noch ein paar Probleme. Das ist Wilson, der es auch nicht besser machen kann. Einwurf für die Borussia durch Kapitän Michael Zorc. Wieder Wilson. Kapitän Rysa. Möller! Ja, Jürgen Wegmann ist da mit zurückgegangen. Lusch. Mill. Ja. Nochmal Zorc. Möller und Nikolic. Türken stören jetzt relativ früh, daher kann sich das Spiel der Dortmunder nicht so richtig nach vorne entwickeln. Einwurf für Weiß, sagt Schiedsrichter Kenneth Hope, als sich da der lange Schulz vertändelt hatte. Risse.
Hier sehen wir nochmal diese Szene, als der Bär am Ball vorbeigreift, aber die Türken bekommen das Leder nicht im Kasten der Dortmunder. Und abgepfiffen. Mill hatte sich da aufgestützt und gibt das auch durch Handzeichen zu. Freistoß für Beşiktaş. Eigentlich unter den drei Großclubs in Istanbul der arme Bruder der beiden anderen Großen, Fenerbahçe, bei dem Toni Schumacher im Tor steht, und Galatasaray, das jetzt von Sigi Hels trainiert wird. Und für das auch Erdal Keser, der früher ja auch mal in Dortmund spielte, jetzt unterschrieben hat. Oh, misslungener Fallrückzieher von Ali. Aber Beşiktaş bleibt gefährlich. Der Bär. Mehmet. Weiter. Sitzer. Ball im Aus. Engin, passt auf. Er musste in der vergangenen Saison übrigens am wenigsten von allen türkischen Schlussleuten hinter sich greifen. 21 Mal weniger auch als Meister Fenerbahçes Schlussmann Toni Schumacher. Lusch. Möller. War schwer für Lusch abzunehmen, deswegen diese etwas akrobatische Einlage, und auch Mill hat den Ball nicht richtig gepackt. Aber wichtig ist, dass die Dortmunder hier ihr Trainer aus Köppel weiter nach vorne spielen, denn es hat hinten ja doch schon ein paar Schnitzer gegeben, die also hier ein reines Defensivspiel wirklich zu einem Infarktspiel werden lassen. Aber das ist alles halb so schlimm, wie Sie auch an der Geste von Schulz da sehen. Freistoß natürlich für Beşiktaş. Mama.
Sicherheit bei Murdo McLeod. Mein lieber Mann, da schimpfen Sie. Aber es gibt Abstoß vom Tor der Dortmunder Borussia. Hier haben Sie die Szene nochmal gesehen. Das hat er sich auch anders vorgestellt. Der sympathische Schotte als letzter Mann der Borussia. Weiter Abschlag. Provoziert hier geradezu den nächsten Eckball für Dortmund. Andi Möller. Weder Schulz noch Helmer kommen an den Ball. Nochmal Möller, kein Abseits. Gut gemacht von Lusch. Zorc. Einwurf für Schwarz-Gelb. Michael Zorc, der Kapitän. So, nachdem er nicht Punkt anspielen kann, versucht es jetzt weit. Oh, da behindern sich auch wieder McLeod und Helmer. Schulz. Schulz. Da macht sich bei Borussia Dortmund Martin Wirtschimok fertig. Und hier auch eine Auswechslung bei den Türken. Bei Dortmund tut sich doch noch nichts. Bei den Türken kommt jetzt Robert McDonald. Das ist dann der dritte Brite, ein Schotte in dem Fall, von Newcastle United. War ein bisschen angeschlagen. Und wurde deswegen nicht von Anfang an eingesetzt. Für ihn stürmte zunächst einmal Ali aus der zweiten Reihe. Aber jetzt wollen sie es natürlich versuchen, denn McDonald ist ein Brechertyp. Jetzt kommt es hier zur Auswechslung. Es geht Alan Walsh, also der eine von der Insel aus Bristol geht und der andere Robert McDonald kommt. Jetzt wird sich sicherlich der Druck verstärken und vielleicht ärgern sie sich auch, dass die vielen guten Flanken von Mehmet nicht von einem McDonald verwertet wurden. Denn das ist eigentlich sein Spiel. Aber zunächst einmal Groth und Mill. Und Wegmann. Andi Möller. Er macht jetzt das Spiel natürlich langsam. Nun steht die Abwehr der Türken erstmal wieder. Helmer. Wieder Möller. Nikolic.
kommt Luschmidt. Ja. Oh, Engin verrät da auch leichte Unsicherheiten bei dem Schuss von Thomas Kurt. Gegen Kadir. Ja, der foult den Freistoß für Borussia Dortmund. Jetzt etwas mehr als eine Stunde gespielt, genau 61 Minuten und 30 Sekunden. Da gibt es Gelb. Und eine Riesenchance für Frank Mill. Dieser Aufsetzerkopfball, gut gemacht und gut gehalten von Engin. Gökhan, Mehmet. Ja, jetzt geht McDonald in die Spitze. Rüzin, Mehmet und Recep, der eben die gelbe Verwarnungskarte gezeigt bekam von Kenneth Hope. Für wiederholte Fouls. Fing ja in der ersten Halbzeit schon an. Sie erinnern sich bei den Attacken gegen Frank Will insbesondere. Frank Will oder Frankie gesehen. Kadir. Nikolic klärt da. Wilson. Ulvi. Gökhan. Ja, da übertreibt er es natürlich ein bisschen, der Libero Gökhan. Zweifellos ein eleganter Techniker, aber es hat nicht viel gebracht. Rezin. Und Einwurf für Murdo McLeod. Hey, Freistoß, sagt der Schiedsrichter, doch Einwurf. Denkst du? Sprachschwierigkeiten dürfen die beiden nicht haben. Der Schotte bei Dortmund und der schottische Unparteiische. Murdo McLeod kam ja von Celtic Glasgow nach Dortmund. Jetzt schon 2 Jahre her. Lusch. Wegmann Mill. Ja, der Ulbi ist relativ schwerfällig und der quirlige Frank Mill kann ihm da entwischen. Es gibt Eckball für Borussia Dortmund. 4:3 das Eckballkonto zugunsten des deutschen Pokalsiegers, der ja auch noch seit der 14. Minute, und das ist das Entscheidende, mit 1:0 führt durch ein Tor von Mill. Andi Möller wird den Ball hereingeben.
Michael Schulz steht da am kurzen Eck. Thomas Helmer mit vorne. Und Mill, oh, ja, diesmal hätte er vielleicht 10 cm größer sein müssen. Aber es gibt auch Freistoß, da wird Rıza behandelt, der Kapitän von Beşiktaş. Da hatte Mill, Torhüter Engin im Torraum, auch noch ein bisschen unkorrekt attackiert. Im Freistoß für Schwarz-Gelb. Ja, Schiedsrichter Kenneth Hof hat das Spiel ja eigentlich ganz ordentlich im Griff. Sorg. Helmer. Sind jetzt 67 Minuten gespielt, liebe Zuschauer. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele von Ihnen nach Hause kommen und wissen wollen, wie es steht. Ich bitte also diejenigen um Verständnis, wenn ich das jetzt ein bisschen häufiger sage, die das schon miterlebt haben. 1:0 führt Borussia Dortmund seit der 14. Minute durch das Tor von Frank Mill. Und die Borussia, die ja zuletzt so schlecht in Form war, hier die Bank von Beşiktaş mit Trainer Gordon Milne in der Mitte, der früher für den FC Liverpool selbst spielte. Und Mitglied jener Europapokal-Finalmannschaft war, die gegen Borussia Dortmund in Glasgow verlor. Zweifellos Aufwärtstrend für die Dortmunder, obwohl noch längst nicht alles Gold ist, was da goldgelb trägt. Aber wie gesagt, sie haben ein frühes Tor gesucht und gemacht. Sie hatten 2-3 weitere gute Chancen, aber der Gegner auch. Helmer, Nikolic, Wilson, und Kapitän Rıza, wieder Wilson, der Everton-Mann. Fayez relativ weit zurückgezogen, soll eigentlich mehr in die Spitze gehen, und der Konter über Möller. 3 gegen 3 und jetzt 3 gegen 2. Wegmann. Ja, der gute Jürgen Wegmann, der hat es noch nicht richtig gepackt, seitdem er bei Borussia Dortmund ist. Und da regt sich natürlich auch Horst Köppel auf, denn das war die Chance, um hier schon fast alles klar zu machen im Hinspiel zu Istanbul. Denn wir wollen ja nicht vergessen, es gibt noch ein Rückspiel und da ist die Ausgangsposition im Moment glänzend. 20 Minuten vor dem Spielende führt Borussia Dortmund 1:0 durch Mills Tor in der 14. Minute. Oh, ein Ball genau in den Unterleib, das tut weh. Und Abseitsposition von Jürgen Wegmann. Das ist Thomas Groth, der da am Boden liegt. Die Kamera schwenkt jetzt allmählich wieder hin. Da liegt Groth, der den Ball in den Unterleib bekommen hat. Sofort ist der Masseur Hans Weinheimer bei ihm. Hoffentlich geht es gleich besser. Ich darf auch hier nochmal nachfragen, dass die Borussia relativ früh durch einen unglücklichen Zusammenprall Michael Rummenigge verlor. Gretschew Stollen waren es, die ihm am Ohr eine stark blutende Wunde beibrachten. Die Wunde musste genäht werden. Vielleicht
liegt auch eine leichte Gehirnerschütterung vor. Seit dieser Zeit rot für Rummenigge. Und der Ersatzmann für Micha Rummenigge, er kann hoffentlich jetzt weiter spielen. Aus der Mannschaftsart. Und der Weiß jetzt dabei. Wilson, festgehalten von Möller, Freistoß. Ja, da hat er vielleicht, der gute Mr. Hope, Mr. Wilson, einen Vorteil abgepfiffen. Hat die Vorteilsregel hier schon zwei, dreimal ganz gut angewandt. Diesmal hat er abgepfiffen. Aber Freistoß für Beşiktaş, Kadir. Helmer klärt. Und raus bewegt sich die gesamte Borussenabwehr, um wieder Luft zu bekommen. So. Und Groth wieder voll mit dabei. Jetzt macht sich bei Dortmund Martin Driller bereit. Aber Rıza führt den nächsten Angriff von Beşiktaş. Rettet da, als der Bär nur wegboxen konnte bei dem Schuss von Mehmet. Jetzt kann es doch noch eine Abwehrschlacht werden. Vierter Eckball für Beşiktaş. Und Kopfball von Fayaz. Ja, wenn der mit seinen Kopfstößen, der hier war sicherlich schwer unterzubringen im Kasten von Dortmund, im ersten Durchgang präziser gearbeitet hätte. Das ist übrigens Martin Driller. Sie werden ihn schon gesehen haben Anfang der Saison. Mit einem fulminanten Start kommt von TuS Paderborn. Neuhaus war Torschützenkönig der Amateuroberliga Westfalen und er löst jetzt Jürgen Wegmann ab, der leider, muss es gesagt werden, auch heute ziemlich blass blieb. Hilfe jetzt gegen Teddy de Beer, weil der sich relativ viel Zeit lässt mit dem Abstoß. Und erster Ballkontakt von Driller. Vollblutstürmer. Von dem die Dortmunder viel erhoffen durften noch. Thomas Helm. Noch 15 Minuten zu spielen im İnönü-Stadion zu Istanbul. 1:0 führt Borussia Dortmund im Pokalsiegerwettbewerb gegen Beşiktaş Istanbul seit der 14. Minute durch das Tor von Frank Mill nach einem schönen Steilpass von Michael Schulz. Das ist Kapitän Rıza. Ja, das war natürlich gar nichts. Und Schiedsrichter Kenneth Hope sagte auch, komm, weiterspielen zu Mehmet, dem vielleicht jetzt ein bisschen die Kräfte schwinden, nachdem er fast eine Stunde lang hier der beste Mann bei Beşiktaş war. Abseits.
wird da Frank Mill gewunken, sage ich mal. Ist ein bisschen den Eindruck, dass er bei der Ballabgabe noch nicht in Abseits stand. Aber ich muss sagen, insgesamt hat mich hier das schottische unparteiische Team überzeugt. Und Gordon Millen, der Coach von Beşiktaş, fordert hier die Schlussoffensive. Druck machen. Die Borussen müssen zusehen, dass sie sich hier nicht einschnüren lassen. Sie haben ja nach vorne eine ganze Menge drauf. Schulz. Rot. Und da klärt Ulvi zum fünften Eckstoß für Borussia Dortmund. Wieder kommt Schulz mit nach vorne. Thomas Helmer. Und Andi Möller wird treten. Dortmund nach dieser Attacke gegen Andi Möller hat aber ganz offensichtlich und Gott sei Dank nicht wehgetan. Dort kommen die Türken wieder nach vorne, versuchen schon das Anspiel zu stören. McLeod und Schulz gegen Recep. Auch mit großem Aktionsradius. McLeod wird jetzt resoluter da hinten drin. Da ist er wieder, der Schotte im Team der Dortmunder Borussia. Und das ist Kapitän Michael Zorc. Andi Möller, dessen Vertrag ebenso ausläuft wie der von Thomas Helmer. Beide haben noch nicht verlängert. Da gibt es eine gewisse Unruhe in der Mannschaft. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass es noch nicht wieder so läuft wie in der tollen Vorsaison. Aber hier läuft es zumindest vom Ergebnis her optimal. Weiterhin 1:0 Führung für Borussia Dortmund durch Mills Tor aus der 14. Minute. Und noch zu spielen, 11,5 Minuten. Bayas. Oh, McDonald! Glück für Dortmund, dass der den Ball nicht richtig trifft. Der 27-Jährige, der von Newcastle United nach Istanbul kam, Sie haben gesehen, er hat fast am Ball vorbeigesäbelt. Hat hier glänzende Kritiken bekommen, McDonald, in den ersten beiden Spielen. Beşiktaş ist ja im Moment die beste türkische Mannschaft, hat zweimal gewonnen, führt die Tabelle an. Und macht jetzt hier Druck. Rıza. Wollte der gute Ulvi einen Rückzieher am Mann versuchen. Blieb beim Versuch und deswegen lief auch das Spiel weiter. Ja, Einwurf für Dortmund. Für Horst Köppel gehen natürlich jetzt die Minuten viel zu lang vorbei. Sein Assistent schaut da mal auf die Uhr. Das ist Michael Henke. Umgekehrt sieht es natürlich bei Beşiktaş Manager Gordon Millen aus. Noch 9,5 Minuten. 1:0 Führung für Dortmund.
Seite gewechselt. Kadir. Da geht Driller und Mill. Und das ist es. Mensch, um Zentimeter vorbei. Das muss er natürlich versuchen, wo Engin rausgelaufen war. Da kann man nicht mehr abspielen, obwohl das sicherlich sich anbot, denn auch Driller lief mit. Da muss er diesen 20-Meter-Ball versuchen. Das war natürlich die Riesenchance zum 2-0. Sehen Sie, da innen läuft auch Driller völlig frei mit. Ja, das wäre dann schon fast die ganze Miete gewesen in dieser ersten Runde des Europapokals, der Pokalsieger für Borussia Dortmund. Aber auch so ist die Ausgangsposition sehr, sehr günstig. Schulz, auch er, ja, da hat er sich wehgetan, das haben Sie gesehen, meine Damen und Herren. Der prallt richtig nach dem Foulspiel von Gökhan auf den Kopf. Ich wollte gerade sagen, gerade der gute Michael Schulz war ja lange, lange verletzt, noch vor seinem Wechsel von Kaiserslautern nach Dortmund. Und auch er ist natürlich noch nicht wieder da, wo er schon mal war, als er ja Nationalspieler wurde. Aber sicher bringt dann solches Spiel Selbstvertrauen mit, wenn man hier mit 1-0 nach Hause fahren kann. Sehen Sie mal, ach, Sie sehen es leider nicht. Schiedsrichter Hob nimmt da sein Taschentuch und trocknet Schulz den Schweiß oder vielleicht auch ein bisschen Blut aus dem Gesicht. Es scheint wieder weiterzugehen für den ehemaligen Polizeibeamten. Freistoß für Dortmund. Und Andi Möller knallt da knapp am Tor vorbei. Noch 7 Minuten. Da war Schulz schon wieder mit dem Kopf zur Stelle. Scheint also nicht allzu schlimm gewesen zu sein, Gott sei Dank. Achtung auf Risa. Wilson. Kadir. Und immer wieder suchen sie jetzt McDonald im Sturmzentrum. Ja! Ja, Junge, das war astrein. Da reklamiert Mehmet natürlich zu hohes Bein. Sicher hätte es auch mancher Schiedsrichter gepfiffen. Risa und Mehmet. Die beiden Aktivposten. Der spielt Schulz in dem Moment fast schwindelig. Mehmet. Ja, und kein Risiko mehr eingehen, sagt sich Teddy de Beer. Dortmunder Fans stimmen schon ihre Siegesgesänge an, aber noch sind 5 Minuten zu überstehen. Oh, Missverständnis zwischen Kadir und Wilson. Ulvi ist jetzt letzter Mann. Gökhan wechselt nach vorne. Recep. Die Dortmund haben jetzt Zeit mit der Ausführung des Einwurfs. Weitwurfspezialist Michael Schulz. Murdo McLeod. Und Robert Nikolic, der am Anfang ein paar Anpassungsprobleme hatte, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit noch, dann seine Sache aber auch ordentlich gemacht hat.
Foul von Mill. Er geht gleich hin, Sie können das nicht erkennen, und entschuldigt sich da bei Gökhan. Noch 4 Minuten. 4 Minuten, die Borussia ihre 1:0-Führung aus der Minute durch das Tor von Frank Mill über die Zeit bringen muss. Und das hat sie bisher gut gemacht. Es gab bange Minuten zu überstehen. 3, 4 große Chancen von Beşiktaş. Aber auch die Riesenmöglichkeit von Frank Mill zum 2:0 in der 81. Minute. Sie haben es eben gesehen, liebe Zuschauer. Könnte sein, dass es ein weiteres Mal für Beşiktaş ein frühes Ende im Europapokal gibt. 7, 8 Mal haben die Türken schon mitgespielt. Einmal reicht es zum Viertelfinale im Meisterpokal. 86-87, das ist Gordon Milne. Da verlor man erst im Viertelfinale gegen Dynamo Kiew. Ja, ein Schussversuch von Wilson, von Freund und Feind noch berührt. Und daher gibt es jetzt, weil zuletzt an Dortmund dran war, den 6. Eckball für Beşiktaş. Hier nochmal die Wiederholung. Und inzwischen wird hier schon wieder live weitergespielt. Weg mit dem Ball. Gökhan, jetzt wieder letzter Mann. Grisal, der Kapitän. Kondition für 3x90 Minuten, sagt man ihm nach. Könnte er jetzt gut brauchen. Oh, Mehmet! Nein, das war Ritsche, der Außenverteidiger, der als einziger hier die gelbe Karte sah und, wenn auch unabsichtlich, an der Verletzung von Rummenigge beteiligt war. Da hat sich Martin Driller den Ball geholt. Andi Möller. Das ist die beste Methode, hier über die Zeit zu kommen. Noch etwa 80 Sekunden zu spielen, wenn nicht nachgespielt wird. Und im ersten Durchgang hat sich Schiedsrichter Kenneth Hope ja reichlich Zeit genommen. Sicherlich jetzt auch eine wichtige Zeit für Trainer Gordon Milne, der hier ein hohes Risiko eingeht. Er hat den Publikumsliebling Metin, dem er Stahllüren und Faulheit vorwarf, einfach aus der Mannschaft genommen, hat gesagt, sucht ihr einen neuen Verein. Das gab Proteste, man forderte schon die Absetzung des Trainers, aber die entscheidenden Teile des Beşiktaş-Präsidiums, sie standen hinter ihrem Trainer. Und das sind die Borussen-Fans, die sich natürlich freuen über diese 1:0-Führung. Und vielleicht wird jetzt noch mehr draus. Möller! Tor! Und nochmal Michael Tor! War das schon die letzte Aktion im Stadion? Es sind noch 10 Sekunden bis zum Ablauf der 90. Minute. Hier sehen Sie diese Riesenchance von Kapitän Michael Zorc. Gut gemacht von Engin, ohne Frage. Jetzt sind 45 Minuten bereits vorbei. Andi Möller. Ja, das war in dem Fall nicht besonders planvoll. Er wollte Richtung Martin Driller spielen. Aber das nützt nun alles auch nichts mehr, denn das Spiel ist aus. Borussia Dortmund gewinnt im İnönü-Stadion zu Istanbul durch das Tor von Frank Mill in der 14. Minute mit 1:0. Das kann für die Mannschaft durchaus weitere Impulse auch in der Bundesliga setzen. Sie hat sich hier, nimmt man alles in allem.
Und da übersieht man auch einige Schwächen, die es hinten gab. Ganz achtbar aus der Affäre gezogen. Was heißt achtbar? Wenn man im Europapokal auswärts bei einer so guten Mannschaft, wie es Beşiktaş zweifellos ist, mit 1:0 gewinnt, dann darf man zufrieden sein. Und dann sollte man sich auch so feiern lassen. Da bedanken sie sich bei den treuesten der Fans, die die weite Reise an den Bosporus mitgemacht haben. Und mit diesen Bildern... Guten Abend. Mittwochs um 8 meldet sich zwar normalerweise Bernd Müller von dieser Stelle, aber er hat mit seinem Team heute freundlicherweise Platz gemacht. Und deshalb zeigen wir Ihnen nun live aus dem Westfalenstadion in Dortmund das Rückspiel im Europapokal. Der Pokalsieger zwischen Borussia Dortmund und Beşiktaş Istanbul. In der Halbzeitpause, so gegen 20.45 Uhr, gibt es dann bereits Westaktuell. Und nach Ende des Spiels läuft alles weiter wie vorgesehen. Also um 21.45 Uhr zunächst die Wissenschaftsshow. Dann folgt ein Beitrag aus der Sendereihe Rückblende, so gegen 22.30 Uhr. Noch eine Viertelstunde später, Viertel vor elf, dann der Spielfilm Sullivans Reisen. Soweit der Senderablauf, wenn es hier so geht wie geplant, aber es könnte natürlich auch Verlängerung geben. Nach dem 1:0 Erfolg der Borussia in der Türkei wäre natürlich ein Weiterkommen der Dortmunder ohne Verlängerung normal. Aber was ist im Augenblick hier normal bei den Borussen? Die Leistungen in den letzten Wochen sicher nicht, aber die Fans, das hören Sie, nehmen es ihrer Mannschaft noch nicht krumm. Es ist eine Riesenstimmung hier im Westfalenstadion, die sich sicher auch schon auf unseren Reporter Heribert Fassbender übertragen hat. Bildführung hat heute Paul Zander. Viel Vergnügen. Guten Abend allerseits. Trotz Führungskrise und trotz Abwanderungsgerüchten und Verhandlungspoker, Borussia hat die Bude voll. 50.000 Zuschauer im Westfalenstadion, darunter knapp 20.000 Türken, warten jetzt auf den Anpfiff des niederländischen Schiedsrichters Jon Blankenstein. Sie sehen mit dem Rücken zur Kamera den Mann, der am goldenen Horn das goldene Tor schoss, Frank Mill. Und neben ihm der junge Martin Driller, dafür sitzt Jürgen Wegmann auf der Bank. Michael Schulz ist mit dabei im Team der Dortmunder Borussia, der ja zunächst gesperrt war und sich morgen einer Sportgerichtsverhandlung gegenüber sieht. Aber nachdem zunächst das Sportgericht sein Veto eingelegt hatte, darf er nun spielen aufgrund einer Entscheidung des Vorstandes des Deutschen Fußballbundes. Und das ist die Mannschaftsaufstellung der Borussia mit Teddy de Beer im Tor, mit dem eben schon erwähnten Michael Schulz. Schauen Sie sich die anderen Spieler an, Sie kennen sie alle. Bemerkenswert ist das, was Andi Möller hier vorher über Mikrofon gesagt hat. Er bleibt in Dortmund, er erfüllt seinen Vertrag bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Wir werden ihn beim Wort nehmen. Das ist Michael Schulz. Auch bei den Türken gibt es eine sensationelle Umänderung. Mit der Nummer 11 nämlich spielt Metin. Leider hat unser Grafiker nicht die Vornamen eingeblendet, die allein bei den türkischen Fußballfreunden, die jetzt ebenso jubeln wie die Borussen-Fans, maßgebend sind. Metin, von dem sein Trainer erklärt hat, der interessiert uns überhaupt nicht. Der ist faul, den setze ich nicht mehr ein. Nun muss er ihn doch einsetzen. Und das ist Mannschaftskapitän Michael Zorc von Borussia Dortmund. Torhüter Engin, einer von zahlreichen Nationalspielern im Team des türkischen Pokalsiegers Beşiktaş Istanbul. Und er spielt im Moment hinter der Südtribüne. Von dort wurden Gegenstände auf den Rasen geworfen. Driller. Damit einen Spielabbruch riskieren. Bitte werfen Sie nicht
Bitte des Stadionsprechers, nichts aufs Spielfeld zu werfen. Ansonsten ist die Atmosphäre, das sei hier gleich unterstrichen, sehr freundschaftlich. Keinerlei Zwischenfälle. Die Fanblocks sind so gut es ging geteilt. Auf der anderen Seite leben hier in Dortmund viele Türken, die sich natürlich bei den üblichen Vorverkaufsstellen auch Karten besorgt haben. Nur 320 türkische Fans sind aus Istanbul mitgereist. Foulspiel von Mehmet. Das ist der Mann, der so tolle Flanken schlug im Hinspiel. Und da gibt es natürlich Freistoß für die Borussia, die, wie Sie hier sehen, ohne die Biene Maya Socken, die Traditionssocken aus den 50er Jahren spielt, weil die ja zuletzt doch nicht mehr so viel Glück gebracht haben. Sie wissen schon, meine Damen und Herren. Pokalpleite hier gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Das ist der längste Mann auf dem Platz, Michael Schulz, 1,94. Günter Kutowski klärt da sehr schön. Murdo McLeod, der Libero. Driller. Schade. Das ist der Verteidiger Kadir. Lusch. Freistoß für die Borussia nach dem Foulspiel von Ali, einer der beiden Sturmspitzen der Tür. Thomas Helmer, um dessen Vertragspoker es ja ganz erhebliche Unruhe gegeben hat. Aber man muss sagen, er gehörte zu den wenigen, die auch bei den schlechten Spielen der Dortmunder konstante Leistung brachten zuletzt. Kutowski und Murdo McLeod, Borussias Schotte. Schön gemacht von Mill. Jetzt 4-4. Das ist Metin, ein Star in Istanbul. Nationalspieler, kommt aus der Jugend von Beşiktaş. Wilson. Driller geht damit zurück. Harter Einsatz auf beiden Seiten. Und Sie sehen gleich, liebe Zuschauer zu Hause, der türkische Pokalsieger versucht hier mit Gewalt das Heft in die Hand zu bekommen, Powerplay aufzuziehen. Auch Metin, der ins Spiel kam, ist eigentlich gelernter Stürmer, spielt so ein bisschen hängender außen im Moment. Und Wilson. Ja, da hat Schiedsrichter Blankenstein dem Dortmunder ein bisschen geholfen. Andi Möller. Gegen Kutowski. Und geklärt hat McLeod. Jetzt könnte der Konter laufen. Über Möller. Neben ihm Driller. Das war Drillers Schuss.
19 Jahre jung, die Entdeckung im Supercup. Borussia hat ihn aus Paderborn geholt, von TuS Paderborn, Schloss Neuhaus. Schöne Flanke von Lusch. Wilson, Ian Wilson, der kommt vom FC Everton. Und Michael Rummenigge, der sich so schwer verletzt im Hinspiel. Horst Köppel hat die Devise ausgegeben, versucht zu schießen, um jeden Preis, auch aus der zweiten Reihe. Er musste noch unmittelbar nach seiner Verletzung in der zweiten Minute, da hatte ihm ja Recep mit den Stollen am Ohr eine tiefe Fleischwunde aufgerissen, genäht werden. Aber inzwischen ist das vergessen und er kann bedenkenlos wieder mitspielen. Sehr emsig, auch wenn der Pass niemanden im eigenen Team erreichen konnte. Das ist Recep, von dem ich eben sprach, der allerdings überhaupt keine Schuld hat bei der Verletzung von Michael Rummenigge. Auch das muss ich noch mal betonen. Kuczowski. Und Torhüter Engi. Die Türken stehen hinten in einer Viererabwehrkette, aus der Gökhan gelegentlich herausragt, auch mal sich als Libero versucht, aber normalerweise spielen sie Englisch. Im Gegensatz zur Borussia mit dem Libero McLeod. Das aber ist der Vorstopper, das ist Thomas Helm. Frank Mill. Driller. Schade. Erster Eckball für Borussia Dortmund. Hier sehen Sie nochmal diese Szene, wie Driller da den Ball unter Kontrolle zu bringen versucht. Andi Möller. Herrlich gemacht von Zorn. Da hat nicht viel gefehlt. Dann hätte der Kapitän hier das 1:0 erzielt. Gespielt, liebe Zuschauer, sind jetzt 10 Minuten. 0:0 im Westfalenstadion. Noch einmal mein Aufruf an die Besucher des Winterhöhe. Für die Schwarz-Weiß-Zuschauer unter Ihnen dürften beide Mannschaften schwer auseinanderzuhalten sein. Das tut uns leid. Die Mannschaften haben zunächst keine anderen Trikots anziehen wollen. Wir